Gut, dann fassen wir den ganzen Kram nochmal zusammen. Es geht um proportional oder antiproportional. Nehme ich den Dreisatz? Nee, nehme ich nicht, weil wir machen das ganz anders. Was heißt ganz anders? Das kennt jeder. Erinnern wir uns nochmal, bei Proportionalität habe ich es mit Quotientengleichheit zu tun. Wenn ich zum Beispiel einen Preis für eine bestimmte Stückzahl habe, dann kann ich sagen, wenn ein Stück 4 Euro kostet, dann kosten eben 2 8 Euro, 5 Stück 20 Euro. Und wenn ich rauskriegen will, wie viel 7 Stück kosten, naja, dann, wenn ich es noch nicht weiß, schreibe ich mal ein X. Nochmal zu den Quotienten. 4 durch 1, ne? Wenn ich das einfach hier in der Tabelle einfach mal als Bruch rausziehe, 4 durch 1, Bruchstrich ist auch ein geteilt durch sozusagen, dann kann ich sagen, das ist genauso wie 8 durch 2 oder 20 durch 5 und dann muss X durch 7 den gleichen Quotienten ergeben, nämlich 4. Gut, in diesem Fall habe ich das Beispiel ganz einfach gewählt. Wir schreiben das dann so auf. Einfach diese Brüche und zwar am besten gleich mit den Einheiten, denn wenn ich das alles richtig gemacht habe, kürzen sich die Einheiten raus und ich kriege das raus. Also ich sage, 8 Euro verhält sich zu 2 Stück wie x zu 7 Stück. Ich rechne gar nicht erst zurück, wenn ich das bei komplizierten Zahlen gar nicht weiß, wie viel ein Stück kostet, will ich auch gar nicht wissen, denn ich lege gleich los. Ich sage, okay, hier muss x alleine stehen, mal 7 Stück. Wie man diese Sache überhaupt ausführlich erklärt, achtet mal hier oben auf die Links. Wenn da ein I ist, draufklicken, dann bleibt das Video hier stehen und ihr könnt dann wieder hierher zurückkommen, verpasst nichts. Und dann gibt es eben ganz einfach die ausführlichen Erklärungen. Ich werde zum Schluss dann nochmal auch zu solchen Themen ausführlich hier große Links anbringen. Gut, jetzt gucken wir mal. Die Einheiten haben sich rausgekürzt, Stück durch Stück und so weiter, wie man das macht. Ne? Hier oben die Links, wie gesagt, beachten. Dann bleibt hier unten noch eine 1 durch 1. Das kann ich mir alles schenken hier. Dann sage ich bloß noch, was bleibt übrig? 4 und jetzt Euro mal 7. 4 mal 7 ist 28 und das Euro nicht vergessen. Jo, und schon habe ich die richtige Einheit raus und kann den Antwortsatz drunter schreiben. Bei Produktgleichheit, also Antiproportionalität, sage ich, okay, nehmen wir mal an, es wurden zwei Schüler zu einer Strafarbeit verurteilt. Die sollten den Schulhof sauber machen und dann sagen die, oh, das wird 4 Stunden dauern. Jetzt haben die aber Kumpels und da kommen eben noch zwei dazu, sodass sie 4 sind, dann brauchen sie bloß noch die Hälfte der Zeit, also 2 Stunden. Oder wenn noch mehr Kumpels kommen, 8 Leute, brauchen sie bloß noch 1 Stunde. Was ist, wenn sie 12 sind? Auch hier Produktgleichheit, guckt mal, 4 mal 2 ist 8. 2 mal 4 ist auch 8, 1 mal 8 ist sowieso 8 und etwas mal 12, werden wir sehen, dass das auch 8 ist. Wir stellen diese Verhältnisgleichung so auf, dass wir sagen, Produktgleichheit, na dann muss das eine Produkt gleich dem anderen Produkt sein. Der Rest ist dann wieder Gleichung lösen. Wie gesagt, nicht vergessen, hier oben mal zu gucken. Dann kriege ich raus 2/3 Stunden. 2/3 Stunden sind aber 40 Minuten. Wie Zeiten umgerechnet werden, Stunden in Minuten und so weiter. Vielleicht kriege ich hier noch den Link unter. Ansonsten werde ich jetzt hier zum Schluss die Links angebracht haben. Geht einfach rauf, informiert euch ausführlich oder ihr hört euch das Video hier nochmal an oder stoppt es und durchdenkt es oder schreibt es selber auf, wie auch immer. Ich hoffe, dass ihr es auf die ganz kurze Art mal verstanden habt. Ach so, was ist, wenn ich mal verkehrt rum die Gleichungen aufstelle? Wenn mir das aus Versehen passiert, wenn ich sage, hier, trotzdem ich hier Produktgleichheit habe, stelle ich das als Quotientengleichung auf. Naja, wenn das passiert, wenn ich das also falsch rum mache, dann kriege ich auch was Unmögliches raus. Dann kriege ich höchstwahrscheinlich raus, dass ich dann noch viel, viel mehr Zeit brauche. Und das ist unlogisch. Dann streicht eure Rechnung durch, wenn sie falsch ist, und schreibt diese hier nochmal hin, rechnet es aus und dann muss auch was Logisches rauskommen. Gut, das muss jetzt reichen. Also mehr kann man eigentlich gar nicht dazu sagen. Wir wenden keinen Dreisatz an. Das ist viel zu umständlich und man kann sich viel zu schnell mal verhauen und irren. Ich wünsche euch was Schönes. Tschüss.